Das wird sowas von geil. Ich kann es kaum erwarten. Das ist das Härteste, was ich je im Leben gemacht habe. So, du Kuh, das hast du davon, hier rumzustehen. Das war echt cool. Ich will diese Kuh küssen, aber ich will nicht, dass es meine Idee ist. Hey, Peter, du solltest diese Kuh küssen. Das Schicksal spielt dir in die Hände, Peter, aber bleib cool. Oh, sowas würde ich nie tun. Okay, Quackmeier, du solltest diese Kuh küssen. Das mache ich sofort. Aber vielleicht müssen wir dahingehend... Das fühlt sich nicht gut an. Hey, Peter, meine Tochter ist bei dem Pfadfinder dort. Wir sammeln für Janets Schwangerschaft. Willst du in Softball? Süßes oder saures für uns? Oh, Ed geht in Ruhestand, ihr Sander. Weihnachtsfeier? Firmenausflug? Weihnachtsflug? Wildschwarzentracken? Ach, wurde auch Zeit. Jetzt kann ich endlich auf... Oh-oh. Ich bringe dich nicht um. Ich bin kein Monster, so wie du. Was machst du dann? Verhaftest du mich? Nein, ich verhafte keine Krüppel. Übrigens, du bist verhaftet. Ich habe das nur gesagt, weil ich dachte, es wäre cool. Oh mein Gott, das war genial. Ich habe alles beobachtet. Du gerade so... Und Briggs dann so... Und dann du voll so... Und dann Briggs Beine so... Oh wow, bei Twitter sprechen schon alle über meinen coole Sauwitz. Du hast ja so recht. Ich bin eine schreckliche Mutter. Es tut mir so leid. Kannst du mir je verzeihen? Oh Gott. Und du lässt Ed nicht mehr durchs Hintertürchen rein. Was immer das heißt. Wusste nicht, dass du es weißt, Meg, aber gut, dass du es erwähnst. Wie wär's, wenn wir uns mal richtig verabreden? Klingt toll. Bis dann. Und? Rate mal, wer am Samstag ein Date hat. Ich nicht. Schmeiß den Hund raus, der Hund flennt. Kann jemand den Hund rausschmeißen? Ich will lesen. Ah, was ist los? Warum hört mich keiner? Ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Peter, was zum Teufel ist das? Mein Keuschheitsgürtel. Ein Keuschheitsgürtel? Wozu in Gottes Namen brauchst du den? Ich bin enthaltsam. Steht alles in dem Heft hier, das Meg aus der Schule mitgebracht hat. Sex macht normale Menschen schwul und Schwule zu Mexikanern. Jeder rutscht eine Stufe runter. Ach, das ist Unsinn. Man kann junge Menschen nicht zur Enthaltsamkeit zwingen. Was für ein Schaden kann ein bisschen Enthaltsamkeit schon anrichten? Wundervoll. Begrüßen wir den Tag. Du lebst in einem Truck? Nicht übel, du hast einen Tittenkalender hier. Wie schaffst du es zu arbeiten, wenn dich diese Nippel die ganze Zeit anglotzen? Wer sagt denn, dass ich arbeite? Freut ihr euch auch alle auf den Vatertag am Sonntag? Ach ja, richtig. Mittlerweile versuche ich, den Vatertag zu vermeiden. Früher war ich mit meinem Dad immer beim Pferderennen. Jetzt versuchen wir nur noch Sonderangebote zu shoppen. Oh, das ist zauberhaft, nicht wahr? Aha. Glaubst du, man sieht meinen BH durch diese Bluse? Keine Ahnung. Ist sie zu pur? Weiß nicht, was das heißt. Glenn, findest du sie zu pur? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ronny, ich verstehe nicht, warum du das Haus sehen willst. Das Fundament hat sich total verschoben. Das ganze Haus neigt sich in Richtung dieser Klippe da. Aha. Kannst du die Terrassentür aufmachen? Ich nehme es. Hören Sie, Doc, gibt's eine Chance, dass Sie das Ding von meinem Hals entfernen? Nun ja, Ihre Organe sind mit den seinen verbunden. Das wäre ein sehr gefährlicher Eingriff. Sie könnten sterben. Es ist mir egal, ob ich sterbe. Ich meine, vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben als Airbag wiedergeboren. Alles okay. Peter ist für dich da. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut werden, okay? Geht es meiner Frau gut? Nein, die Skistiefel sind nach vorn geflogen und haben ihr den Kopf abgerissen. Du kannst jetzt den Blinker ausschalten, der nervt ziemlich. Und nun zurück zu Michael McDonald, der an einer Allergie leidet. Achoo!
Ein eskalierender Ehestreit wird gemeldet. Fifth Ecke Maple. Hier ist Officer Swanson. Ich mache mich sofort auf den Weg. Hört zu, Jungs. Wenn so ein Ehestreit eskaliert, kann das ziemlich gefährlich werden. Also will ich, dass ihr im Auto bleibt und keinen Blödsinn macht. Und ich habe es satt, andauernd deine Zehen zu massieren. Das nennst du eine Massage mit deinen Baby-Karottenfingern? Gott zur Hölle! Na, warte! Ah! Wenn du mich ausreden lässt, erkläre ich dir, warum du das nicht tun solltest. Später, Brian. Ich muss etwas tun, weswegen die Leute sich an mich erinnern werden. Und aus diesem Grund habe ich eine noch nie dagewesene Flugmaschine erfunden. Ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass ich schon mal irgendwo irgendwas gesehen habe, das mich annehmen lässt, dass die Nummer hier in die Hose geht. Also dann, Stewie, heb ab! Gut, wir greifen die sieben Zwerge im Morgengrauen an. Vorausgesetzt, Judge Hirsch liefert die Ware. Wir haben benutztes Kondom auf dem Gehweg gefunden. Das ist viel krasser als normaler Müll. Das musst du sehen, ein benutztes Kondom. Liegt einfach da und ganz in der Nähe ein Höschen. Peter, komm zu uns raus und schlag ein, weil jemand anders Sex hatte. Jemand hatte Sex? Ich muss die Hand eines anderen Typen berühren, um das zu feiern. Was zum Teufel? Oh Gott! Oh mein Gott, Quagmire wird von einem Hai angegriffen. Ich glaube, der hat seinen Pimmel gepackt. Mann, der Typ kriegt wirklich jeden dazu rum. Ich habe mein Leben damit vergeudet, ein angeberisches Arschloch zu sein. So wie du damals in Disneyland. Hey, Kleiner, kannst du dich für dieses Foto ducken? Was? Wieso? Es ist unser Familienfoto. Und da störst du ein bisschen. Ich werde mich nicht ducken. Duckt ihr euch doch. Ihr stört mich ein bisschen. Sei nicht so ein frecher Bengel und duck dich. Vergiss es. Ich werde sogar aufstehen. Quagmire, geht's dir gut? Sehe ich etwa so aus? Ach, das wird schon wieder. Du musst dir nur die zerquetschte Tomate aus deinem Schritt wischen. Oh, oh mein Gott, Quagmire hat seinen Penis verloren. Lust auf eine Rauchpause? Was? Wir dürfen hier drin nicht rauchen. Wir rauchen nicht, Peter. Wir dampfen. Das machen alle, sogar Darth Vader. Ich finde Ihren Mangel an Dampf beklagenswert. Komm schon, Peter. Versuch's mal. Was ist passiert? Auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich's besser weiß als alle anderen. Chris ist nach Woodstock gefahren? Ich muss sofort hin und ihn zurückholen, bevor was Schlimmes passiert. Schatz, ich nehme den Kleinwagen, um Benzin zu sparen. Autos sind damals größer. Gymkata, die Fusion aus Turnsport und Karate. Dad, Family Guy hat zwei deiner Songs verwendet. Das ist ganz toll. Aber ich bin nicht dein Dad, ich bin Kenny Loggins und du ein Groupie, das ich für Sex mitgenommen habe. Dad, Family Guy hat... Siehst du, das ist meine Tochter. Habe ich das Gratis-Mittagessen gewonnen? Ginge das auch am Wochenende, weil ich nämlich... Was soll das? Wir werden verhaftet? Wir haben nichts angestellt. Wir verhaften euch nicht. Wir nehmen euer Flugzeug. Los, Javi, hol dir die Schlüssel für den SUV. Oh, dieser dämliche, fette Bimbo. Das ist das falsche rassistische Schimpfwort. Nein, ich weiß, ich habe an Bill Cosby gedacht.
Was ist los? Haben wir so einen schrecklichen 7 Uhr morgens Flug? Nein, aber um eine Fledermaus zu fangen, muss ich wie eine Fledermaus leben. Ich muss nachts wach sein. Es ist eine düstere Mission, Lois. Okay, und wie gehst du weiter vor? Wie jeder weiß, gucken Fledermäuse eine Menge Softpornos auf Cinemax. Also sollte ich da vielleicht mal anfangen. Aha! Endlich sind wir da, Brian. Wir sind in Indien. Verzeihung, Mann ohne Pupille. Wo können wir hier ein Taxi bekommen? Gut, los geht's, Tui. Finden wir Padma. Das sollte in diesem Traumland der Wunder nicht schwer sein. Ich atme bereits jetzt den Duft der Erleuchtung und der Gelassenheit. Das ist wundervoll, nicht wahr, Brian? So gelassen, dass mir die Tränen kommen. Da, ich sehe ein Taxi mit weniger als 9 Leuten drin. Während der letzten 2 Wochen habt ihr beide euch immer nur gestritten. Wie wäre es, wenn ihr euch eine Auszeit nehmt? Kommt mit nach Martha's Vineyard und seht zu, wie mir der Preis überreicht wird. Wow, das hört sich wahnsinnig verlockend an. Moment, das hört sich wahnsinnig teuer an. Können wir nicht was Nettes hier zu Hause machen? Hier kann man sich auch entspannen. Hey Leute, ich habe beschlossen, Basstrommel spielen zu lernen. Ich fange an zu packen. Also, Mac, als amerikanischer Staatsbürger muss man eine klare Meinung zu gewissen wichtigen politischen Themen haben. Wie stehst du zur Abtreibung? Ich stehe meistens so. Oh Gott, oh mein Gott! Oh, Peter, was ist hier los? Joe, zurück ins Haus! Oh, der Hund dreht sich noch! Joe, du musst wieder zurück ins Haus! Zurück ins Haus! Oh, nein! Oh, oh, Joe, oh, es tut mir leid, Kumpel. Ist schon oh, Mann, gut, alles in Ordnung. Geht's dir gut? Schon okay, es geht oh, mir Mann, gut, oh, es geht uns allen gut. Das war wirklich krass. Seht euch das an, jetzt werde ich aber wirklich misstrauisch. Hat hier jemand eine Pizza bestellt? Ich muss dich um etwas bitten. Und es ist etwas Großes. Ich meine, es gibt nichts Krasseres, worum mein Kerl seinen Kumpel bitten könnte. Hey, wir sind beste Freunde, was brauchst du? Gut, und du musst wissen, dass ich dich niemals um sowas bitten würde, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Gott, Quagmire, was willst du? Shamis will sich nicht scheiden lassen, weil sie mir nicht glaubt, dass ich schwul bin. Also muss ich dich bitten, mit mir zu schlafen, während sie zusieht. Wirst du dich anziehen? Ja, ich schwör's. Bleibst du angezogen? Ja, ich verspreche es. Ich werde dich nie wieder mit meinem Körper belästigen. Bitte mach, dass das aufhört. Gut. Dad, kannst du mich mit dem Auto zum... Ah, was ist das für ein Ding? Mach doch das weg! Was ist denn hier los? Oh mein Gott, Peter, das ist eine scheiß Ratte. Halt sie fest, ich hol das Gewehr. Ja, besorg sie ordentlich, alter Mann. Vielleicht sollten wir es aufschieben, noch ein Kind zu bekommen. Ja, mag sein, du hast recht. Nein, du musst seinen Samen empfangen. Komm sofort wieder her, du fetter Bastard, und mach's ihr! Was hast du da eben gemacht? Nein! Du hast meinen Bruder umgebracht! Das Funkeln, er lebt noch. Ja, gut gelaufen, Spermbruder, gut gelaufen. Hey Babe, wie sieht's aus? Machen wir Samstagabend einen drauf? Stewie, was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich jetzt für andere Männer interessiere. Ach ja? Ich sag dir, wofür du dich interessierst. Mieses Aussehen. Stewie, das war ziemlich gemein. Nein, gemein wäre es gewesen, wenn ich zur Begrüßung gesagt hätte, oh, hey, Ray Liotta, ist Olivia zu Hause? Oh, warte, du bist ja Olivia. Verstehst du? Ich hätte dich für Ray Liotta gehalten, weil deine Haut eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Zierkürbis hat. Also, dann hole ich dich um 7 ab. Das hört sich toll an. Ich kaufe so gern in der Weihnachtszeit ein. Ugh, diese Schnellrestaurants sind so deprimierend. Man sieht immer, welche Väter von ihren Söhnen enttäuscht sind, weil sie beim Essen immer noch ihre Jacken anhaben. Wie schmeckt's dir, Dummkopf? Leider ist Fressen nicht Mathe. Sonst könnte ich wenigstens stolz auf dich sein. Ich möchte bei Mom leben. Ich weiß, ich auch. Ach, es ist wirklich schwierig, Cleveland zu ersetzen. Ich vermisse ihn. Peter hat recht, wir müssen einen neuen Schwarzen finden. Ja, sonst sind wir nur ein paar langweilige weiße Typen wie in einem Londoner Gentleman's Club. A few moments later. Ha 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 ha
Gut, ihr Lieben, legt eure Bananen und Donuts wieder auf den Tisch. Wir sind fertig mit der Übung. Jetzt konzentrieren wir uns auf das weibliche Genital. Oh, großer Gott! Ich meine, warum, nicht wahr, andere Männer? Oh Gott, Jerome kommt gleich und dann sind wir komplett am Arsch. Dann müssen wir jetzt das tun, was Ehrenmänner tun. Realistische Puppen von uns basteln, die wir in der Bar sitzen lassen, damit Jerome sie verprügeln kann. Scheiße, was ist mit meiner Bar passiert? Mein Gemälde! Wow, es funktioniert. Guter Plan, Peter. Danke, Jungs. Oh nein, mein echtes Ich ist noch da drin. Er fällt drauf rein, Jungs. Er denkt, ich bin ich. Letzter Aufruf für die Sind wir bereit zum Angriff? Oh ja, und viele Menschen werden sterben, Rundfahrt. Okay, ich glaube, ich habe da einen Verdacht. Nichts wie hin! Nein, Leute, das schaffen wir nicht zu Fuß. Wir müssen dem Jungen den Jetski wegnehmen. Das Schiff liegt vor uns. Wir werden es locker schaffen. Es gibt keinen anderen Weg. Peter, wir sind schon auf dem Schiff. Es lag wirklich total nah vor uns. Geschafft. Du wolltest nur Jetski fahren. Ich wollte nur Jetski fahren. Cleveland! Cleveland! Oh, geil, Eiersalat. Peter, dieser Laden ist seit Jahren geschlossen. Na und? Eiersalat wird nicht schlecht. Oh, leck mich am Arsch, ich brauche Milch. Oh, das war meine Rettung. Peter, ich werde meinem Bibi einen Gute-Nacht-Kuss geben. Los, ich hatte eine Affäre und wir sollten darüber reden. Sein Ding in eine Grapefruit reinzubohren ist keine Affäre. Siehst du, da liegt ein Menschenbaby drin. Peter, geh mir bitte aus dem Weg. Toll, wir haben die Türklingel aufgeweckt. Ich glaube, es gab eine Verwechslung im Park. Ach, mein kleiner Stewie. Ich habe die Firma 40 Jahre geleitet. Er hat sogar mein Konto gesperrt. Ich bin pleite. Das ist doch lächerlich. Ich rede mit ihm, wenn er zu Hause ist. Was zum Teufel ist das? Verdammt, Peter! Dein Flugzeug hat meinen Rasen in Brand gesetzt! Ja, das dürfte reichen. Peter, ich will dein Geld nicht! Dann nimm ein Paket Jeremy Irons Cerealien. Wow, seht euch nur alle diese coolen Sachen an! Mann, was glaubt ihr, wozu die Dinger gut sind? Ha, das Ding macht überhaupt nichts. Das finde ich merkwürdig. Ah! Oh mein Gott, Peter! Du bist ich! Heilige Scheiße! Oh, ist ja heiß. Quietsch, quietsch. Das war wunderschön. Ich sag meinen Freunden, dass ich sie geknallt hab. Jetzt verschwinde, du bist nur ein verlogener Heuchler. Ich hab echt Scheiße gebaut. Das letzte Mal habe ich mich so schlecht bei dem Geschwindigkeitsschild gefühlt. No. Peter, wenn du mit der Achterbahn fahren willst, wirst du eine Diät machen müssen. Eine Diät, hä? Und wie geht sowas? Naja, fang an, Buch darüber zu führen, was du isst. Na gut, wenn ich dadurch in diese Achterbahn komme, dann mache ich eben eine Diät. Und ich höre erst auf, wenn ich so gut aussehe wie meine Tante, Beine bis zum Hals, Griffin. Hey Baby, gehen deine Beine etwa bis zum Hals? Aber ja, das tun sie. Ah, oh mein Gott, du bist ein Monster. Komm zurück, ich lass dich auch in meinen Hinterkopf rein. Oh Gott, ich vermisse Peter schrecklich. Schwul oder nicht, ich wünschte, er wäre noch hier. Mir fehlt Dad auch, Mom. Aber wir werden es schon schaffen, wir halten zusammen. Ja, viel mehr als eine asiatische Familie. Bist du schon Doktor? Nein, Dad, ich bin 12. Red mit mir, wenn du Doktor bist. Peter, du hast wohl etwas zu viel erwischt. Vielleicht solltest du dich zurückziehen. Was redest du, Lois? Es ist Feiertagstradition, dass sich Väter an Thanksgiving besaufen. Ich arbeite hart, um ein Füllhorn auf den Tisch zu bringen und du präsentierst dein Fußgelenk jedem dahergelaufenen Tom. Tom und noch einem Tom hier im Dorf. Sprich nicht auf diese Weise mit Mutter. Das reicht, der Gürtel kommt zum Einsatz.
Glaube mir, Glenn, ich weiß, was du durchmachst. Das weißt du nicht. Du hast einen bei einer Operation entfernen lassen. Meiner wurde von einem Hai abgebissen. Ich weiß, wie schlecht es dir geht, also habe ich dir etwas mitgebracht. Ist das dein... Ja, Glenn, das ist mein Penis. Und ich will ihn dir schenken. Ich kann deinen Penis nicht annehmen, Dad. Bitte nimm ihn. Wenn du ihn nicht willst, gebe ich ihn Paul Ryan. Ich bin sprachlos. Dankeschön. Du hast schon viel Blödsinn gemacht, aber das Internet zu zerstören war das Blödsinnigste. Sieh dir dieses Chaos an. Wie soll ich nur fahren, ohne SMS zu schreiben? Warum kann ich dieses Video nicht posten? Hallo. Was haben Sie gesagt? Warum gucken Sie nicht auf Ihr Handy, Sie Psycho? Wieso liked keiner meine Posts? Ich hasse alle eure Posts. Hallo. Da! Ist das da Ihr Kleiner? Oh nein, das liegt nur daran, wie ich sitze. Oh mein Gott! Was? Was ist denn los? Die Kleine da drüben, das ist Chris' Freundin. Hey, die sieht ja ziemlich ähnlich, Lois. Wirst du es Chris sagen? Naja, mir bleibt keine Wahl, aber er verträgt schlechte Nachrichten nicht. Oh, Chris, Schatz, es tut mir so leid, dir das sagen zu müssen, aber dein Großvater ist tot. Schön zu sehen, dass Sie sich alle so langsam ins Geschäftsleben einarbeiten. Brian, tolles Accessoire. Hol ihn, der Junge. Das werde ich. Ich werde ihn mir holen. Was ist? Was hast du getan? Du hast mich fast erschossen, du dumme Sau. Aber nur, weil du geschrien hast. Zuerst hast du geschossen, deswegen habe ich geschrien. Deswegen habe ich geschrien. Ich habe dich im Auge, Bürschchen. Peter, das ist für mich kein Urlaub. Verdammt, ich will wieder gesund werden. Ja, ja, ist ja gut, okay. Heute Nachmittag ist Softball angesagt. Eine Mannschaft von uns Drogensüchtigen gegen die schwangeren Teenager vom anderen Seeufer. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Körperliche Bewegung baut die Muskulatur wieder auf. Berücksichtigt den Wasserwiderstand. Noch 10 Übungen. Und 1 und 2 und 3. Ich bin ebenfalls süchtig nach Möpsen. Ich hoffe, du planst nicht, das ganze Wochenende hier zu liegen und fernzusehen. Das ist genau das, was ich vorhab. Es ist Premium-Sender gratis Vorschauwochenende. Sogar Cinemax. In einer Serie geht's darum, dass zwei Busen miteinander kämpfen. Leider findet kein Geschlechtsverkehr statt. Dann rechne mit sehr viel sauertöpfischem, arme verschränktem, missbilligendem Kopfschütteln. Als Gegenleistung biete ich dir viel genervtes Ehemann-Augenrollen. Unseren neuen Social-Media-Chef Hammer. Leute, es geht ab, ich bin Hammer. Ich will euch eine Liste meiner Triggerwarnungen geben. Was ist deine Triggerwarnung? Ich sag's dir, brah. Mich zu fragen, was eine Triggerwarnung ist, triggert mich voll, brah. Ich fühle mich traumatisiert, brah. Und jetzt twitter ich über dich, brah. Und jetzt trendest du krass, brah. Und jetzt ist dein Leben im Arsch, brah. Und jetzt bist du gefeuert, brah. Was? Was wird jetzt aus brah? Der Mangel an Diversität hier ist auch ein Schocker, brah. Brah ist weg. Rally Kinderzigaretten präsentiert Ihnen Family Guy. Peter, Brötchenverdiener und Familienoberhaupt. Lois heißt seine Frau. Das sind ihre Kinder. Das ist Chris, der Erstgeborene. Das ist der kleine Stewie. Oh Mann, was für ein Racker. Meg. Wir vertrauen nicht jeder Zigarette für unsere Kinder. Raleighs Kinderzigaretten werden als einzige für kleine Hände gemacht. Deswegen sind sie auf dem Spielplatz so beliebt, nicht wahr? Hey Brian, ich muss mit dir über das Geld reden, das ich für dich investiert habe. Ich wusste es, du hast alles verloren. Ich hätte dir nie mein Geld geben sollen. Die Börse ist hoffnungslos, wie seinen eigenen Schwanz zu jagen. Gott, er ist direkt hier und trotzdem 1 Million Kilometer weit weg. Warum nur? Ich habe dein Geld nicht verloren, Brian. Ganz im Gegenteil, hier sind 1000 für die Autoreparatur und nochmal 1000 Gewinn. Die neue Kappe sieht cool aus. Da bin ich sicher. Soll ich dich informieren, wenn wixerkappen.com wieder Ausverkauf hat? Gern, da kann ich mir die Jeanskappe auch leisten. Ich mag dich, Brandy. Ich mag dich auch. Das ist krank. Du hast ein krankes Date. Peter, was machst du hier? Ich mach den Popcorn-Eimer-Trick mit mir selber.
Ich kann ihn immer noch nicht finden. Da wird man demütig. Hey, Peter, was soll die Kappe? Ich tue so, als wäre ich ein Veteran. Was? Das ist der Hammer. Veteranen werden top behandelt. Man sieht nie einen obdachlosen Veteranen. Und die Leute sind echt nett. Egal, wo ich bin, machen sie die Tür auf. Willkommen, Sir. Dankeschön. Hey, vergiss nicht, wenn richtig fette Leute kommen, machen wir immer beide Türflügel auf. Hey, Quagmire schuldet mir sowieso noch einen Gefallen. Als er das letzte Mal weg war, habe ich seine Eier gebrütet. Peter, Zeit fürs Essen. Ich kann die Eier nicht allein lassen, bis Quagmire zurück ist. Wir essen heute Burger. Naja, ich habe diesen Mungo schon eine Weile nicht gesehen. Wir essen heute Burger. Ich hab's gehört. Hast du die Sesambrötchen besorgt? Wir essen heute Burger. Der Mungo. Die Mungos. Oh, eine Nachricht. Ich kümmere mich um unser kleines Problem. Wir werden bald zusammen sein, in Liebe, Gretchen. Ha. Meg, du bist doch eine durchgeknallte Psychopathin. Was hat das zu bedeuten? Oh, diese Frau ist eine verschmähte Verehrerin, die Mom umbringen will. Ah, danke. Bist ein braver Hund, Meg. Peter, was hast du getan? Er hat mich und Joe ein bisschen in Bedrängnis gebracht, also haben wir gedroht, seine Familie zu zerstören. Was? Ja, ich finde das auch ziemlich frech von ihm. Ich schlag mich nicht auf deine Seite, Peter. Egal, was du getan hast, du wirst ihn finden und ihn zurückbringen. Na gut, ich werde ihn finden. Gott, tut mir leid. Du bist ja noch humorloser als ein Tintenfisch auf dem Meeresgrund. Wow, wir sitzen hier ganz schön in der Tinte. I'm Peter Griffin, inventor of the Shoot Shoot. Are you about to walk down the aisle and afraid you'll leave it brown? Did you eat creamy soup just before the opera? Are you George Brett at an awards ceremony? Then you need a tux with the Suit Shoot. But every year when I go to the Emmys, the heat I'm packing is clumpy and smells terrible. Not anymore, thanks to the Suit Shoot. And the winner is your socks and shoes. Hey, Blödmann, was soll das? Das ist meine Tochter. Ja? Was wollen Sie gegen mich unternehmen? Was ich jetzt unternehme? Ich prügel dir deine Zähne durch die Speiseröhre zum Arsch raus. Du findest das komisch, dass er Saft auf den Boden verschüttet? Das macht die Turnschuhe von allen pappig und dann müssen wir uns den ganzen Tag anhören. Auf die Knie und leck das auf. Was? Ist das Ihr Ernst? Das ist mein Ernst. Ich bin der Rektor. Also, wie schafft es jemand ohne Geld zum Flughafen zu kommen? Hey Kumpel, du blockierst die Steckdose. Tut mir leid, es gab keine Stühle. Hallo Peter, wie war's in Vegas? Doch, das ist spitze. Okay, Chris, Frauen stehen total auf Feuerwehrmann-Kalender. Also schießen wir hier drin ein paar Fotos von dir, wie du Feuerwehrmann-Kram machst. Willst du das wirklich tun, Peter? Auch wenn Stewie enttäuscht war wegen des Weihnachtsmarkts. Er wird drüber wegkommen. Er ist ein glückliches, ausgeglichenes Baby. Ich weiß nicht. Wenn wir nichts tun, werden Stewies erste Worte sein, warum habt ihr Weihnachten getötet? Und ich will den Weihnachtsmarkt auch wieder. Ich weiß, normalerweise bin ich ein knallharter Geschäftsmann, aber tief in meinem Innersten gibt es nur eine Kraft, die mich antreibt. Staunen. Staunen über Wunder. Tja, dann hast du dir echt was vorgenommen, Peter. Mein Vater hat Weihnachten immer gehasst. Aha. Ja. Dann schieb dir den auch mal in den Mund. Hast du ein Mauspad? Aha. Gut, roll's zusammen und stopf es auch rein. Hast du auch einen Ordner mit den Firmenvorschriften bekommen? Okay, das heißt wohl ja. Ich bin ziemlich sicher, du weißt, was du damit tun sollst. Okay, glaubst du, es passt noch mehr in deinen Mund rein? Dann sollten wir jetzt mal die anderen Löcher auffüllen. Also, jetzt nimm das Walkie-Talkie und geh mit mir die Checkliste durch, okay? Oh, na gut. Peter hängt an einem Telefonmast. Check. Peter durchschneidet die Drähte vom Alarm. Check. Sexy Peter lenkt die Wachmänner ab. Check. Hallo, ihr Süßen, kommt doch mal vorbei und habt Sex mit mir. Van voller Peters, die alle streng dreinblicken, weil sie gleich einen Raubüberfall machen? Check. Oh,
Holla, 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 was geht, Partyfreunde? Oh, was zum Teufel sind das für Dinger? Vorhänge? Langweilig. Heck mich am Arsch, ist das voll hier drin. Hey! Das ist fabelhaft, macht das Zimmer viel größer. Peter, da bist du ja. Wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ein paar Red Bull gekippt, nach New York gefahren. Was soll's denn? Ah, hallihallo, mein kleiner Freund. Warten, bis Regen aufhören. Sie sollten nach Hause gehen. Hier ist zu viel Regen, ich bleibe. Es soll die ganze Nacht regnen. Ich hier schlafen. Das finde ich nicht so gut. Ich hier schlafen. Krieg ich hier drüben auch eine Decke? Nein, nein, dein Fett dich warm halten. Nein, nein. Du kannst nicht betrachten, was du nicht sehen kannst. Sie begingen eine Reihe ausgefeilter Morde und hinterließen Hinweise, die mich zu dem angeblichen schottischen Schlächter führten. Währenddessen hatten zwei zahnlose britische Obdachlose schmutzigen Sex in einer Gasse. Sie sollten die Großeltern der Typen von Oasis werden. Warum trauerst du meinen Stoff dir, wenn ich echt bin und es mich noch gibt? Weil Rupert für immer bei mir geblieben wäre. Er hätte mich niemals verlassen. Na und? Ich werde dich auch nie verlassen. Ach wirklich? Brian, seien wir ehrlich. Du bist ein Hund mittleren Alters. So viele Jahre bleiben dir nicht mehr. Und eines Tages, der viel zu früh kommt, werde ich in einem Armani-Anzug auf deiner Beerdigung weinen. Und man wird sagen, oh, schöner Anzug. Und ich werde sagen, warum redet ihr über meinen traumhaften 2000-Dollar-Anzug? Mein Freund ist tot. In der Geschichte geht's weniger um mich und mehr um deinen Anzug. Fahr zur Hölle! Dad, du hältst die Zeitung verkehrt rum. Stimmt nicht, du blöde Kuh. Leute, als euer reicher Gastgeber würde ich gern das Wort erheben, wenn ich darf. Ich kann euch gar nicht sagen, wie beglückt ich bin, endlich ebenbürtige Freunde gefunden zu haben, mit denen ich so viele gemeinsame Interessen teile. Und da kommen die Leute, die hier wohnen. Tut mir leid, dass du deine reichen Freunde verloren hast. Entschuldigung, ist einer von euch beiden Chadley? Er hat seine Geldbörse vergessen. Chica Chica! Nun, dieses Chica Chica lässt mich annehmen, dass du nicht Chadley bist. Oh nein, ich habe zu früh gechicka-chickert. Cleveland hat auch gesagt, es ist gesund für ein Paar, wenn sie gemeinsame Freizeitaktivitäten haben. Also, nachdem du golfen magst, dachte ich, wir spielen eine Runde. Und was mache ich? Ziele ich einfach auf den Teich? Nein, du sollst ihn nicht ins Wasser schlagen. Du hast ihn ins Wasser geschlagen. Ich weiß, ich habe ihn ins Wasser geschlagen. Warum gibt es überhaupt Wasser, wenn der Ball da nicht rein soll? Weil es Spaß macht. Wir haben Spaß. Das ist weiter. Du kannst keine Geheimnisse für dich behalten. Och, das kann ich sogar sehr gut. Das habe ich als Gynäkologe bewiesen. Hier sind die Ergebnisse von Ihrem Ultraschall und ich habe Neuigkeiten für Sie. Sagen Sie nichts, wir wollen nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Oh, okay. Also S atmet nicht. Hallo, ich habe meine neuen Zähne bekommen. Na, dann komm rein, Brian, und zeig sie. Gut, dann komme ich jetzt. Oh mein Gott, sind das tolle Zähne! Hey, vielleicht kannst du uns helfen, den Damm zu bauen. Für die Nummer braucht man aber ganz schön Biss. Überleg's dir, ich wollte dir nur auf den Zahn fühlen. Wir setzen ihn nur sehr gezielt ein. Also, seid ehrlich, er findet sie grässlich. Nein, Brian, machst du Witze? Sie sind fantastisch. Du siehst aus wie ein Filmstar. Wirklich? Ja, du bist wie ein gut aussehender Jim Carrey. Ich kann nicht glauben, dass sie euch gefallen. Ja, Brian, damit wirst du jede Menge Stuten abschleppen. Ja, 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 ja. Brian, du hast deinen Look gefunden. Die beste Schönheits-OP in der Familie seit der Mopsvergrößerung von Lois. Wie ist das passiert? Ich hab dem Arzt gesagt, C-Körbchen. Ich hab ihm was anderes gesagt. Er hat einen verdammt guten Job gemacht. Okay, jetzt haben wir ihn so oft eingesetzt. Gut, hiermit habe ich offiziell jedes Video, das auf YouTube steht, gesehen. Und davon ist kein einziges schlecht. Diese Lieferscheine müssen auf der Stelle sortiert werden. Ich komme gleich wieder.
Und schon ist sie weg. Warum verdrückt sie sich immer, wenn hier Arbeit reinkommt? Sie macht nur eine Rauchpause. Ein gehörloser Mensch, der raucht. Das ist seltsam. Warum ist das seltsam? Es gibt keinen Grund, dass das seltsam ist, aber es ist seltsam, oder? Ja, Griffin, es ist seltsam. Soll das etwa heißen, wenn ich mich vor etwas drücken will, dann muss ich nur eine Rauchpause machen? Ja, das ist wohl so, aber Sie rauchen ja nicht. Doch, ehrlich gesagt rauche ich schon. Schön, Griffin. Sie sind eindeutig Raucher. Genießen Sie Ihre Pause. Mit dem Rauchen kann ich mich jetzt vor lauter Sachen drücken. Endlich stehe ich über dem Gesetz, wie mein Vorfahre aus dem 14. Jahrhundert, König von Dänemark, Griffin. Mehr Wein, mehr Weiber, mehr Tisch! Ich habe einen Herzinfarkt. Ist zufällig ein Arzt am Tisch? Ja, ich! Komm her, schnell, lauf! Aber der sehr weit entfernte Arzt schaffte es nicht rechtzeitig. Deswegen haben wir hier in Dänemark seitdem sehr kleine Tische. Oh nein! Nur die Ruhe. Ich habe nirgends gelesen, dass die Sheriffs nicht gern von Nordstaatler Großkotzen von oben herab behandelt werden. Tag, die Herren! Officer, was ist denn los? Wir stehen unter immensem Zeitdruck. Sie sind wohl nicht aus der Gegend, habe ich recht? Hey, Sheriff, Sie verstehen mich wohl nicht. Ich versuch's mal in Ihrer Sprache. Doi, 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 doi. Es tut uns echt leid, Sheriff. Wir sind bereit, bedingungslos mit Ihnen zu kooperieren. Drohen Sie mir etwa? Nein, Sir. Was heißt hier, Sir, Junge? Ich bin Hüter des Gesetzes. Von diesem Bezirk bezahlt und mir ist aufgefallen, dass bei Ihnen ein Scheinwerfer kaputt ist. Ehrlich? Ich hab doch alle... Und wie ich sehe, funktioniert auch das Blinklicht nicht. Hören Sie, ich bin auch Polizeibeamter, also kenne ich diese Spielchen. Ich wende Sie selbst an. Überlegen wir uns doch, wie wir uns einig werden. Sie sind ein Cop, hä? Zeigen Sie mir Ihre Marke. Sieht aus, als wären Sie jetzt Zivilist. Ich muss Ihr Fahrzeug durchsuchen. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hören Sie auf, das haben Sie da reingelegt. Wir hatten Drogen? Oh Mann, warum fahre ich besoffen, wenn ich hätte high fahren können? Ihr Jungs habt eine Menge Ärger am Hals. Zentrale Sheriff Nichols, ich habe hier vier Männer, die unter Verdacht auf Drogenbesitz stehen. Ich beschreibe sie. Ein Afroamerikaner, ein Krüppel, ein Dürrer und ein Hübscher. Ja! Sie kommen alle mit mir zur Hauptwache. Oh, Kacke! Ganz ruhig, Jungs. Keine Angst, ich spreche die Sprache von dem Typen. Country-Musik. Und weiter? Square Dance. Aha, ich höre Ihnen zu. Cowboy-Stiefel? Ihr werdet für lange Zeit aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt ganz langsam, Dr. Jones. Mehr Alkohol und mehr Dope. Erstmal aus der Wanne steigen, Dr. Jones. Ich will ein altes Flugzeug fliegen. Ich halte das für keine schlaue Idee. Kein neues, sicheres. Ja, hab ich kapiert. Ah, da ist ein Skelett in meinem Schlafzimmer. Das ist Ihre Frau, Dr. Jones. Vielleicht verzichten wir heute auf den Ohrring? Nein, Ohrring will ich jeden Tag. Hey, Dad. Ja, Kumpel? Als du ein Kind warst, was wolltest du werden, wenn du groß bist? Nun ja, ich wollte Rockstar werden. Und warum bist du keiner geworden? Deinetwegen, Kumpel. Ich habe ein Mädchen in einem Handyladen angelächelt und jetzt sitze ich hier fest und esse mit dem Jungen Frühstücksflocken zum Abendessen. Für mich wirst du immer ein Rockstar sein, Dad. Du hast mein Leben versaut. Ich gehe ins Bett. Und dann hätten wir einen Schokoladenschokokuchen gefüllt mit Schokolade an Schokoladeneis mit geschmolzener Schokolade obendrauf. Einmal das bitte mit vier Löffeln. Wohl eher viermal das mit einem Löffel für mich. Fürchte dich nicht, hübsche Frau, die noch nie eine Beziehung hatte. Ich wurde gesandt, um dir die Botschaft zu bringen, dass du heute Nacht schwanger mit dem Sohn Gottes wirst. Es ist ein Wunder, yay! Ach ja? Ja, und er wird bald hier sein, also solltest du dich ein bisschen frisch machen. Dreh doch mal eine kleine Runde im Bach. Oh, und er will vermutlich nicht, dass ich dir das erzähle. Aber mach dich drauf gefasst, dass er dich währenddessen auf den Hinterkopf schlägt. Gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle.
Mom, warum muss ich bitte mit Stewie baden? Weil Estelle mir gesagt hat, dass jemand Gefahr läuft zu ertrinken und dass ich deswegen Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte. Darum hat ab heute jeder einen Badefreund. Hey, Mac, guck mal. Griffin, Residenz? Hi, Dad. Ich wollte nur sagen, dass ich gesund angekommen bin. Und munter? Ja, Dad. Und munter. Oh, gut. Um das munter bin ich immer besorgt. Ach, es ist umwerfend hier, Dad. Ja. Du würdest es nicht glauben. Die Wohnung ist riesengroß. Aha. Man hat einen tollen Ausblick. Aha. Und... Oh, Dad, irgendwas stimmt nicht. Jemand ist eingebrochen. Oh mein Gott, sie haben Ruth. Jetzt sind sie, glaube ich, hinter mir her. Okay, Meg. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Dreh durch. Achte auf keinerlei Details. Hab schlimme Gedanken. Atme flach und sehr schnell. Versteck dich unterm Bett, aber so, dass deine Füße rausgucken. Oh mein Gott, Dad, werden die mich entführen? Ich hab solche Angst. Meg? Meg? Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was sie wollen. Aber ich habe überhaupt keine besonderen Fähigkeiten. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie finden soll. Aber was ich habe, sind $2 und eine Casio-Armbanduhr. Eins davon können sie haben. Dracar Noir. Die Typen meinen es ernst. Lois, Meg ist tot. Sie tragen keine Brille. Die ist kaputt. Ich habe meine Linsen drin. Ich kann ihre Augen sehen und ihre Wimpern. Die sind wunderschön. Wen interessiert's? Was bringt das? Griffin, Sie sind mir noch nie richtig aufgefallen. Und mir gefällt, was ich sehe. Okay. Oh nein, der Stift ist mir runtergefallen. Oh, ich heb ihn auf. Ja, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Entschuldigen Sie bitte. Hör zu, wir müssen ein ernstes Gespräch darüber führen, dass du mir keinen Sohn gebären willst. My Lord, das haben wir besprochen. Wir müssen Sex haben, damit ich einen Sohn gebären kann. Oh, ich weiß, aber ich bin so ausgelaugt und habe immer so viel zu tun. Und ich wollte neulich, aber da habe ich dich nicht gefunden. Also liegt es an dem überfüllten Kalender von uns beiden. Warum machen wir es nicht heute Abend? Ja, heute Abend könnte funktionieren. Oh nein, ich habe morgen ganz früh diese Sache. Oh, wie wär's morgen um 4? Du weißt, dass ich meine Mutter morgen um 4 treffe. Oh, verflixt, ich werde morgen um 4 sowas von geil sein. Ich muss sagen, ich bin dir ein bisschen böse, dass du nicht verfügbar bist. Wir können es jetzt gleich treiben, hier auf dem Tisch. Hä? Treten Sie näher. Bringen Sie einer alten Italienerin bei, wie man ein iPad benutzt. Das hört sich doch lustig an. Muss ich versuchen. Hey, alles gut bei dir? Guck mal, was ich für dich hab. Was ist das? Das ist ein Tablet-Computer. Den will ich nicht. Aber du weißt doch gar nicht, was das ist. Ich will es nicht. Du kannst damit Filme angucken. Meine Augen tun weh. Ich versuche hier nur nett zu sein. Zum letzten Mal, ich will es nicht. Ich wette, wenn Joey ihn dir geben würde, würdest du ihn nehmen. Zieh ihn da nicht mit rein. Joey war ein guter Junge. Oh ja, Joey war ein guter Junge. Glaubst du, er hat 100 Riesen im Jahr mit Nasenbohren verdient? Fang nicht damit an. Er war eine Ratte, Ma. Ich will das nicht hören. Ich werde das nicht hören. Er war ein Engel. Oh, natürlich. Engel, Joey. Toller Joey, perfekter Joey. Ich muss jetzt in die Kirche. Schön, zünd noch eine Kerze an, als ob ihn das zurückbringen würde. Werd bloß nicht frech. Es wäre dir lieber, wenn ich in dem Auto gesessen hätte, statt ihm. Nimm deinen kleinen Fernseher und hau ab. Es ist ein iPad, du dumme Kuh. Oh, jetzt habe ich wirklich keinen Sohn mehr. Ma, es tut mir leid, Ma. Ma, Ma. Freut ihr euch auch alle auf den Vatertag am Sonntag? Ach ja, richtig. Mittlerweile versuche ich, den Vatertag zu vermeiden. Früher war ich mit meinem Dad immer beim Pferderennen. Jetzt versuchen wir nur noch Sonderangebote zu shoppen. Oh, das ist zauberhaft, nicht wahr? Aha. Glaubst du, man sieht meinen BH durch diese Bluse? Keine Ahnung. Ist sie zu pur? Weiß nicht, was das heißt. Glenn, findest du sie zu pur? Ich sagte, ich weiß es nicht. Hi, Chris. Wo ist dein Vater? Er versucht immer noch, Brian das Seil wegzunehmen. Diese Obsession muss aufhören. Es gefällt mir nicht, was sie aus ihm macht. Mein Schatz,
Ich will mein Schatzseil haben. Peter, vergiss das Seil. Außerdem will Eis haben. Nein, Peter, es gibt gleich Abendessen. Wird trotzdem Eis holen. Wage es nicht. Na gut, aber ich komme gleich als eine andere Filmfigur wieder. Ich bin Johnny 5, brauche Input. Input bedeutet Eis. Ich brauche Eis. Sagte ich schon, dass ich Johnny 5 bin? Du bist heute nicht zur Arbeit gegangen, oder? Habt ihr Leute kein Badespielzeug? Hier, ein Rassel. Das ist verschreibungspflichtige Medizin. Und auf dem Etikett steht nicht mal ihr Name. Was ist das? Was ist hier drin? Ist Jambone. Jambone? Und was ist... Das ist ja ein Hühnerbein. Soll das hier etwa eine Suppe werden? Für Quinceañera, große Party, viele Menschen. Oh mein Gott. Ei und Perro aquí. Hundi es aquí. Lasst mich nur allein, ich kann mich ja dann selbst umrühren. Okay, Brian, es geht los. Heb mich hoch. Hallo! Hey, das ist das dämliche Kind. Ja, das dämliche Kind. Und jetzt hört ihr genau zu, denn so wird die Sache laufen. Leute, 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 ich will ja nicht angeben, aber ich glaube, das war ich. Jetzt kann ich nur noch eines machen, zu Plan B übergehen. Mom! Brian, ich weiß nicht, ob du einen Untersetzer brauchst, aber ich hab dir einen gebastelt. Okay, danke. Hast du auch mein Auto gewaschen? Nein, ich hab mit dem Stein draufgehauen. Okay, danke. Brian, ich glaub, mein Unterkiefer fällt ab. Oh, oh Gott! Stewie, was passiert mit dem Ding? Oh ja, offensichtlich sind diese Klone nicht sehr haltbar. Ich habe auch ein paar Probleme mit meinem. Hey Stewie, es hört sich alles wie rauschendes Wasser an und ich kann nicht mehr sehr gut aufrecht stehen. Ich schätze, Sie haben weniger als eine Minute, bis Sie sich ganz auflösen. Hey Brian, klopf, klopf. Wer ist da? Ui, ich hoffe, das passiert nicht auch mit mir. Er hat meine Wäsche weggebracht und ich habe keine Ahnung, wo der Abholschein ist. Das hier kann man nicht als Erfolg bezeichnen. Hey, was soll das? Hä? Hast du vielleicht ein Problem? Hä? Was aus Maul? Was aus Maul? Was meinst du denn damit? Ich meine damit was aus Maul. Das meine ich damit und das eben geht aufs Haus. Ich muss was erledigen. Moment mal, wo willst du hin? Ich will die Treppe runtergehen. Ja, dafür fällt jetzt eine Gebühr an. 10 Mäuse. Hey, kann ich... Upp. Ich will... Upp. Stewie. Upp. Hör zu. Upp. Komm schon. Upp. Ich... Upp. Lass Upp. Mich... Du, das ist... Kann ich... Ich hab dich nur verarscht, Mann. Du kannst gehen, wohin du willst. Das war nur ein kleiner Spaß. Warum bist du bloß immer so ernst? Lois, guck mal, deswegen sind mir Katzen so unheimlich. Die macht diese fiese Beinabspreiznummer und leckt sich da unten. Zieh dir das mal rein. Sind das geile Schenkel? Igitt! Ich hab mal in der Nase gebohrt und da konnte ich mit der Fingerspitze mein Auge spüren. Schnauze, armer Junge. Nein, ehrlich, seht mal. Hey, hau bloß ab, komm mir nicht zu nah, Peter. Mach dich locker, Quagmire. Niemand will dir was tun. Hab ich recht, Joe? Erwischt! Ha! Hepatitis C. Dumm gelaufen, die hab ich schon. Meningitis. Hab ich auch. Gonorrhoe! Patient Null, lasst euch was Besseres einfallen. Das war's, Joe. Wir haben keine bekannten Krankheiten mehr. Ich weiß was. Diese Krankheit hat noch keinen Namen, also kannst du sie nicht haben. Voll verarscht. Halloween macht Spaß. Tritt in die Pedale, das Essen beginnt in einer Stunde. Verdammt, Peter. Jetzt hast du die Kette kaputt gemacht und wir müssen laufen. Oder wir fahren per Anhalter. Per Anhalter? Weißt du, wie gefährlich das ist? Außerdem sind wir in der Pampa. Hier ist kein Auto zu sehen. Doch, da! Hey, anhalten! Nehmen Sie uns mit!
Es sind nur ich und mein treuer Hund. Wir sind ganz klar keine Irren. Siehst du, Brian? Ich hab's gesagt, wir werden ganz bald zu Hause sein. Hallöchen, Freunde. Gebt mir den Truthahn. Was? Ich kann nicht ohne Truthahn bei meiner Frau auftauchen. Ach ja, ich wette, das Ding ist nicht mal geladen. Das eben ist bestimmt ihre letzte Kugel gewesen. Aber jetzt haben sie keine mehr. Brian, gib ihm den Truthahn. Hab ich gespielt. Komm sofort zurück. Schön, du willst es ja nicht anders. Ich glaube, ich spinne. Also schön, versuchen wir das nochmal. Oh mein Gott, Stewie! Ha, dein Kleiner wurde von dem weiblichen Säugling verprügelt. Oh Mann, das tut mehr weh, als sich eine Folge von Familienbande anzusehen, die sich um die Tochter dreht. Jennifer, wie war es heute in der Schule? Ich habe meine Tage bekommen. Und ich versuch's dann nächste Woche nochmal mit der Serie. Oh, ich wusste nicht, dass jemand hier drin ist. Was zum Teufel? Oh, hallo, Brian. Oh, dein Freund Brian. Hey, Brian. Es hat mir Spaß gemacht, neulich mit dir zu reden. Ich sorg dafür, dass Stewie schön sauber für seinen Spielplatzbesuch heute Nachmittag ist. Es gab vorhin ein kleines Problem, weil Sklaven Stewie in die Wanne gestuhlt hat, nicht wahr? Hab Kacki gemacht, aber ich wollt's nicht. Aber das haben wir jetzt geklärt und alles ist gut. Ich finde das ziemlich merkwürdig. Ihn Aufträge erledigen zu lassen ist eine Sache, aber dir den Rücken schrubben zu lassen... Er macht sogar noch mehr als das. Sklaven Stewie, ich will einen Schaumbart. Sieh mich an, ich bin George Bernard Shaw. Super witzig, Stewie. Ich weiß nicht, wer George Bernard Shaw ist, aber du siehst aus wie ein alter Stewie. Genießt euer schräges Bad. Ich hab gesagt, ich hab Kacki gemacht, obwohl du Kacki gemacht hast. War das gut, Stewie? Das war sehr korrekt von dir, Sklaven Stewie. Ein braver... In Harvard gibt es bestimmt sauleckeres Zeug zu futtern. So Putenschenkel mit Papierschuhen und Ferkel mit Äpfeln im Mund. Und Lämmchen, die nie im Leben das Licht gesehen haben. Ich esse gern Tiere, die traurig sind. Wir sollten da rauffahren, mit der Karte reingehen und gratis essen. Das ist eine tolle Idee. Fahren wir nach Harvard. Ich weiß nicht, Leute. Wir wären da genauso fehl am Platz wie ein Schwarzer in Schweden. Ein Schwarzer trinkt Kaffee? Ja, schwarzen Kaffee. Der Fettsack wird nie rechtzeitig zurückkommen. Und solange er weg ist, bist du der Mann im Haus. Ich verurteile dich zum Tode. Chris, langsam. Ich meine nur, wenn Peter nicht hier ist, musst du der Gastgeber für Thanksgiving sein. Und alles tun, was der Fettsack normalerweise tun würde. Du meinst, auf dem Klo einschlafen und dann eine Woche lang einen großen roten Kreis am Arsch haben? Nein, die Gäste begrüßen, wenn sie ankommen, Smalltalk machen und natürlich den Thanksgiving-Toast sprechen. Mann, gestern stecke ich eine Katze in die Mikrowelle und heute muss ich eine Rede halten. Oh, Scheiterhaufen. Mac wollte eigentlich nicht Scheiterhaufen sagen, sondern... Oh mein Gott, es tut mir so leid. Wie ist dein Name, Alter? Mac Griffin. 15 Uhr, Freitag. Ich werde dich zerstören. Hältst du mir meinen Rücken frei? Klar, mache ich sofort. Hier. Ich halte ihn mir lieber selber frei. Na schön, du weißt, wie man das Ding bedient. Jetzt gib mal ein bisschen Gas. Oh, toll, endlich. Der Spiegel, den ich mir bei eBay gekauft habe. Oh mein Gott! Oh,
ach du meine Güte, was ist denn passiert? Du hast mich gerade überfahren, du Drecksack. Ich weiß nicht, wo du das Ding her hast, aber ich beschlagnahme es. Du siehst aus wie eine halbleere Zahnpastatube. Du bist wirklich ein Scheusal. Hey, du bist es, der den Vince-Penis hat. Du hast recht. Ich habe mich wie ein Idiot aufgeführt und es tut mir sehr leid. Aber krieg ich von dir, bevor ich gehe, noch einen letzten Kuss? Von mir aus. Seht mal, das Mädchen macht mit einem Baby rum. Mit einem nackten Baby. Oh. Oh, hey. Das war's. Ihr könnt mich alle mal. Ich bleibe so, wie ich bin. Here comes the story of Eric. Mit diesem Pferd stimmt irgendwas nicht. Du kennst dich mit Tieren aus. Dieses Pferd hat einen Hirnschaden, darum war's so billig. Ich halte es nicht für klug, ein geistig behindertes Pferd als Haustier zu halten. Schnauze! Diese Familie funktioniert besser, wenn wir uns einig sind. Und dieses Pferd wird eine Bereicherung für unsere Familie sein. Ich möchte nicht, dass ihm das peinlich ist. Ihr müsst alle pinkeln. Peter, wir... Ihr sollt pinkeln. Sofort! Wir sind eine ungewöhnliche Familie. Diesen Sonntag, 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 nur an diesem Tag. Die LASIK-Augenklinik heilt Ihre Augen. Wie viel ist Ihnen eine Laseraugenoperation wert? $500? $700? $10,000? Wie wäre es mit $12? Dr. Lee Feldstein, absolut zugelassen, absolut erfahren, absolut jüdisch, jüdisch! Also kommen Sie zur Hydrox Arena diesen Sonntag, Sonntag! Holen Sie sich Ihre Sehkraft zurück oder haben Sie nicht die Eier dafür? Glenn, wir haben ein Familiennotstandsproblem. Könntest du die Kinder für ein paar Tage zu dir nehmen? Geht in Ordnung, ich nehme die Kinder. Oh je, ich habe noch nie im Leben Kinder unterhalten müssen. Also, ein Mädchen geht zu einem Gynäkologen? Dingeli, 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 dingeli. Verdammt! Warum bringt Golf nur immer das Schlechteste in mir zum Vorschein? Tja, Annika Sorenstam, Sie sind die große weibliche Golfikone, nicht wahr? Ja, ja, die weibliche Golfikone. Ha! Ich wusste es! Leute, sieht man alle her! Leute, Leute, sie ist eine Betrügerin! Und nun wieder Captain Zentralamerika. Es hat geklappt! Gracias, was sind meine Superkräfte? Es hört sich verrückt an, aber Sie sind wirklich gut darin, mein Wohnzimmer zu streichen. Hoppla hopp, am Samstag muss es fertig sein. Wir haben eine Party. Na gut, das war's. Ich habe keine Wahl. Ich muss das Weite suchen. Ah, jetzt bin ich auf mich allein gestellt, Rupert. Aber es könnte schlimmer sein. Wenigstens werde ich nicht von einem Fremden auf der Straße erstochen. Seht ihr das genaue Gegenteil? Oh, es ist doch passiert! Was ist denn passiert? Das fette Arschgesicht und seine Saufkumpanen haben mich vergessen. Das wäre nicht passiert, wenn ich mein eigenes Auto hätte. Es gibt viele Mittel und Wege, ohne Auto rumzukommen. Nimm dir ein Beispiel an Iceman. Schatz, erzähl mir, wo du gestern Abend warst. Ich war noch drüben bei Tom. Wir haben eine Runde Poker gespielt und ein paar Bierchen gekippt. Ach ja? Würdest du mir dann bitte das hier erklären? Wenigstens können die einen Mann glücklich machen. Oh klar, lauf nur davon. Keine Angst, Brian. Die Gänsehaut geht in 20 Minuten wieder weg. Stewie, das ist das Übelste, was ich jemals gesehen habe, mit Abstand. Und ich kenne Peter, wenn ihm sein Sexgesicht einfriert. Peter, möchtest du noch etwas Kartoffeln? Das ist ziemlich gut, was? Ist es nicht. Hä? Es ist nicht gut. Dieses Bier schmeckt genauso wie Duff. Es ist nur eine billige Kopie. Hey, Moment mal. Ja, das ist keine Kopie von Duff. Nein, das ist genau dasselbe wie Duff, aber viel schlechter. Hey, komm schon. Immerhin sprichst du hier von meinem Lieblingsbier. Und ich arbeite für diese Firma. Das ist mein Leben. Ach ja, dann ist dein Leben auf Betrug aufgebaut. Sieh her. Hä? Oh, es ist Duff. Du hältst dich für Tuff? Dann zeig mal, was du kannst. Mama, aber voll auf die Fresse. Gut so. Wir können diese Boxen benutzen, um etwas Gutes zu tun. Was zum Teufel?
weil auf dem One Tree Hill jetzt zwei Bäume stehen. Oh mein Gott, er hat alle Boxen zerstört. Heilige Scheiße. Wir sind verloren, Peter. Das war die einzige Chance, das alte Fernsehen wiederherzustellen. Augenblick mal, vielleicht auch nicht, Brian. Ich glaube, ich habe gerade eine tolle Idee. Ja, ich habe Scherben im Gesicht. Oh Mist, jetzt ist die Idee weg. Wieder da. Ah, leck mich doch. Das war eine private Unterhaltung. Das ändert nichts daran, dass du mir meine Frau stehlen willst. Hey, nimm deine Pfoten weg. Lass dein Blödsinn. Hört auf, hört auf damit. Bring ihn rum, Dad. Schlacht ihn ab. Ende der Grillparty. Verschwinde von hier und rede nie wieder ein Wort mit mir. Wow, die Stimmung ist aber schnell gekippt. Wie bei meinem Abend in der kurze Hosenbar. Hey, hier drin ist kniefrei. Was sollen die langen Hosenbeine? Ich war in letzter Zeit ein miserabler Dad. Du hast etwas gefunden, das du gut kannst, und statt glücklich für dich zu sein, habe ich versucht, damit Geld zu machen. Und jetzt ist dein Arm gebrochen und deine Baseballkarriere vorbei. Ist sie nicht unbedingt. Was? Was meinst du damit? Naja, die letzten Wochen war mein rechter Arm vom Baseball ziemlich erschöpft, also musste mein linker Arm, eingewechselt werden. Auf dem Klo. Scheiße! Oh mein Gott! Entschuldigung, Mr. Quagmire! Tom, Sie kneifen die Augen zusammen. Lassen Sie das. Karl, nimm die Faust aus deinem Mund. Bruce, sieht toll aus. Bruce hat als einziger kapiert, worum es geht. Danke. Ihr dürft gern weggucken, wenn ihr mir auf der Straße mit eurer Frau begegnet. Ich verstehe das. Das heißt, die Zeugin war genau hier, neben der Gleitmittelstation und dem stinkenden Gästebuch. Mit dem Gesicht nach oben? Nein, die hatte kleine Brüste, aber einen geilen Arsch. Die war mit dem Gesicht nach unten. Und jetzt nehme ich meine Position ein. Ich nenne es den Butterfladen. Gefällt Ihnen das Kleid? Hab's gerade gekauft. Sag, dass es dir gefällt, sonst ist sie den restlichen Tag mit Umtauschen beschäftigt. Sieht toll aus. Na, das ist mal ein volles Glas. Hey, wollen wir zwei vielleicht mal was zusammen machen? Was, ins Kino gehen oder so? Ja, oder vielleicht essen. Mein letzter Kinobesuch war nicht sehr erfreulich. Wir sind gute Freunde, nicht wahr, Milo? Wir sind beste Freunde, Otis. Nein! Nein, ich weigere mich, das zu akzeptieren. Du solltest aufhören. Du hast schon etwa 30 Hamburger verdrückt. Schnauze, das hilft gegen den Schmerz der Schnurrbartlosigkeit. Peter, zwinkerst du mir zu? Oh Gott, wir brauchen einen Notarzt! Doktor, was ist passiert? Wird er wieder gesund? Mrs. Griffin, Ihr Gatte hatte einen Schlaganfall. Die linke Seite seines Körpers ist vollständig gelähmt. Oh mein Gott, Peter, Liebling, wie geht es dir? Ich hatte schon bessere Tage, Lois, bessere Tage. Sieh dir mal deine Tochter an. Oh mein Gott, Lois, es tut mir leid. Es ist 20 Jahre her und ich hatte noch nie irgendwas von Gummis gehört. Peter, das ist Meg. Oh. Ich habe ein Beauty-Styling gemacht. Sehe ich nicht toll aus? Oh, Meg, Schätzchen, ich fand dich auch immer schön, wie du vorher warst. Oh Gott, dabei konnte ich nicht ernst bleiben. Willkommen in der Familie, Liebling. Chris, verbrenn alle alten Fotos von Meg. Wow. But that's not how it really happened. Would you like to join me for a dance? Oh, wow. Ow! Ow! I bit my tongue! I swallowed the piece! Oh. Aus welchem Loch bist du gekrochen, hä? Aus welchem Loch bist du gekrochen? Ich komme aus West Eatonville. Wirklich, West Eatonville? Kennst du Bob Hanley? Ich bin Bob Hanley. Ist nicht wahr, Bob. Ich bin's, Peter Griffin. Oh mein Gott, wie geht's dir denn so? Mir geht's fantastisch, echt fantastisch. Entschuldige, dass ich nicht auf der Trauerfeier war. Ich war verreist. Ist schon gut, vielen Dank für die Blumen. Hey, Chris, komm mal her. Das ist mein Kumpel Bob Hanley. Hi, Mr. Hanley, ich bin Chris. Ich hab schon viel von Ihnen gehört, Sir. Ach du Kacke, Quagmire, geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut. Aus meinem Kopf schießt Blut, du Idiot. Nimm deine Hand weg. Oh Mann, gut. Halt still, Quagmire. Ja! Oh mein Gott, da ist ein Stück von deinem Gehirn dran. Das ist bestimmt nicht gut. Naja, macht nichts. Ich verfütter es an meinen Hauszombie. So ist brav, ja. Hast Hunger, oder? Ja. Ist mir zugelaufen. Als ich ihn gefunden habe, hing er mit dem Gesicht in einem Maschendrahtzaun irgendwo in der Innenstadt. Du hast deine Schuld doch mehr als ausreichend beglichen. Was hat er schon getan? Dir einen Mercedes-Stern besorgt. Wenn du mich fragst, sollte er verschwinden. Ja, du hast recht. Und je früher er verschwindet, desto früher kann ich mich wieder dem Kokain und dem Puppenhaus widmen. Das Essen ist serviert.
Und nun wieder Paare auf der Suche nach einem Haus, bei denen die Frau nicht weiß, dass der Typ schwul ist. Naja, ich möchte, dass gute Schulen in der Nähe sind und da er in der Stadt arbeitet, braucht er eine gute öffentliche Anbindung. Ja, sie unterrichtet an der Highschool und ich arbeite in der Innenstadt als Choreograf und Florist. Und wir brauchen vielleicht bald eine Kinderkrippe. Darüber müssen wir noch reden. Oh, hi Quagmire. Hey Peter, ich wollte mich nur für den Arschtrip bedanken, den habe ich gebraucht, um nicht mehr in Selbstmitleid zu versinken und ein neues Leben zu beginnen. Ich habe gefurzt. Und weißt du was? Ich habe ein altes Hobby entdeckt, das ich als Kind geliebt habe. Die Bauchrednerei. Und ich wollte euch zur Premiere von meiner neuen Show im Theater von Quahog einladen. Quagmire, wir kommen mit dem größten Vergnügen. Ich freue mich drauf. Wow, danke, Peter. Das bedeutet mir viel. Okay, wir sehen uns dort. Verdammt, warum habe ich bloß die Tür aufgemacht? Das wird super. Jetzt muss ich zu diesem Scheiß. Leck mich. Ich muss jetzt schon lachen, wenn ich dran denke. Jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich bin so froh, dass Quagmire sich wieder aufgerappelt hat. Gott, das wird pure Folter. Wird ganz toll. Oh, hallo. Wusste nicht, dass der Vorhang offen ist. Und die Leute halten mich für einen Holzkopf. Oh, wie kann diese Puppe reden? Ich bin Glenn und das ist Edgar. Tolles Publikum heute, Edgar. Das wird ein Riesenabend. Glaubst du wirklich? Du redest mit einer Holzpuppe, um zu verdrängen, dass du keinen Sex mehr haben kannst. Komm schon, komm, Edgar. Das ist nicht wahr. Aber wenn du so schlau bist, was schlägst du vor? Ich hab einen Vorschlag. Baller dir dein scheiß Gehirn vor all den Leuten raus. Meint er das ernst? Oh, komm schon, Edgar. Die anderen sagen, ich kann auch so ein schönes Leben haben. Ich werde mich nicht umbringen. Na schön, vielleicht kann ich helfen. Quagmire, nein! Doch, da ist Peter. Ich hab so keinen Bock drauf, mit ihm zu reden. Hey, Kumpel, wir müssen mal wieder plaudern. Na gut, wenn du glaubst, das wäre das Beste. Ja, ich erlöse dich von deinem Unglück. Ich glaub, der Mann redet selbst. Quagmire, hast du den Verstand verloren? Ich nehme diese Waffe so lange, bis du wieder bei Sinnen bist. Setz sie dir an die Schläfe, Joe. Da drin ist mehr als eine Kugel, Joe. Wenn ich mir recht überleg, solltest du sie vielleicht halten. Willst du dich wirklich nicht für die Scheiße rächen, die dir Weiße dein Leben lang angetan haben? Weißt du, vielleicht solltest du sie halten, Peter. Peter, mit mir kriegst du gratis Tacos. Hat funktioniert! Quagmire, warum um alles in der Welt willst du dich umbringen? Ja, seit wann gibt es depressive Bauchredner? Wollt ihr es wissen? Weil ich so einfach nicht weitermachen will. Mein Leben ist vorbei. Ich habe versucht, damit umzugehen, aber es ist unmöglich. Komm schon, Quagmire, es ist nicht unmöglich. Weißt du, was unmöglich ist? Hier eine Pizza mit einem Typen aus New York zu essen. Das nennt ihr Pizza? So nennen wir das hier. Also, Brian, ich habe mit der Mafia die Rückgabe von Mort ausgehandelt. Wie das? Ich habe ihnen gesagt, dass Mort uns seinen USB-Stick gegeben hat mit Daten drauf, die sie in den Knast bringen. Den tauschen wir gegen Mort ein und kassieren die Belohnung. Und außerdem habe ich noch ein weiteres Stück Kuchen bestellt. Weißt du, wie viele Leben wir haben, Brian? Nur eins. Nur eins. Und hier wieder ESPN mit unserer Doku über den Betrugsskandal bei den Houston Astros. Wir wussten, dass die Astros sich Geheimsignale schicken. Jemand hat auf eine Mülltonne getrommelt. Wir konnten nur nicht rausfinden, wer. Mehrere Spieler wurden vom Liga-Ausschuss befragt, aber keiner wollte den Namen des Genies hinter der Mülltonnenintrige preisgeben. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Bitte verstellen Sie Ihren Fernseher nicht, ich habe nur die Kamera voll genießt. Jawohl, die Grippewelle hat nun Quahog offiziell erfasst. Darum wird mich meine Mami für den Rest der Sendung löffelweise mit Hühnersuppe füttern. Mami? Tommy? Ja, mein Sohn braucht ein neues Paar Schuhe. Gut, sehen wir, was er für eine Größe hat. Ich würde sagen, das ist eine 45. Die sind perfekt, ich nehme sie! Nein, das sind nicht die Schuhe. Sprich nicht in diesem Ton mit dem Metallgiganten. Muss Schuhschachtel City zerstören. Ich werde etwas wirklich Schönes für Rupert machen. Ihm zeigen, wie viel er mir bedeutet, Annabelle. Nein, ich will nicht, dass du jemanden umbringst. Falls doch, lass ich dich wissen. Da steckst du. Was machst du hier oben? Oh, hey, Bri, ich mache eine Collage für Rupert. Zurzeit läuft's großartig bei uns und ich will ihm zeigen, wie wichtig er mir ist.
Das klingt dämlich. Also Annabelle sieht das nicht so, oder Annabelle? Ach du Scheiße, was ist das? Hab eine Kettensäge gewonnen. Was? Was redest du für einen Quatsch? Eine Frau die Straße runter verschenkt alle Sachen von ihrem Mann, weil der sich ins Gesicht geschossen hat. Oh mein Gott! Die Frau kenne ich. Ich kann ihn verstehen. So haben wir auch das Sofa bekommen. Praktisch alles in diesem Haus ist Weihnachts-Selbstmordmobiliar. Donner, die hatten ein Megafon. Ich weiß nicht wieso, aber die hatten ein Megafon. Cleveland, Zeit zum Mittagessen. Was will ich? Sandwich. Wann will ich es? Sofort. Ich esse keine Suppe davor. Ach, der Strand. Es gibt so viel, das man tun kann. Unbegrenzte Möglichkeiten. Es gibt nichts, was man am Strand tun kann. Warum sind wir hier? Kaum zu glauben, dass Trump sich im Gefängnis erhängt hat. Ich weiß, und dass Chris Christie so viel abgenommen hat. Er sieht immer noch scheiße aus. Oh, hi, Joe. Hallo, Peter. Wenn du kurz Zeit hast, würde ich gerne etwas mit dir bereden. Oh, Mann, es ist soweit. Er will, dass ich mit Bonnie schlafe. Denk dran, Peter, du darfst nicht sofort Ja sagen. Du musst dich überreden lassen. Das ist ihm wichtig. Das gehört zum Tanz. Ich werde selbstverständlich mit Bonnie schlafen. Tut mir leid, Peter, du willst es zu sehr. Also, ich bin gekommen, um euch zu Susis Taufe dieses Wochenende einzuladen. Oh, Jungs, was ist los mit uns? Es ist Samstagmorgen und wir saufen in der Bar. Wir sollten beim Container vom Goodwill Spendencenter saufen. Warum das? Weil jetzt die ganzen Flohmärkte zu Ende gehen. Dann können wir als Erste in den Resten rumwühlen. Das ist eine blöde Idee. In dem Container wird nichts Gutes sein. Und wenn ich dir sage, dass alles, was ich gerade trage, aus diesem Container stammt? Eine Junggesellinnenschärpe? Scott sagte, ich darf es am Wochenende mit der Hand machen, aber nicht mehr. Oh, ich glaube voll, dass Bobby und ich es nach dem Ball tun werden. Du willst mit ihm schlafen? Ich spreche von unserem Selbstmordpakt. Oh mein Gott, ich dachte schon, was ist aus der geworden? Und Meg, mit wem gehst du zum Ball? Oh, ich gehe gar nicht hin. Oh komm schon, du musst gehen. Keiner hat mich gefragt. Ich will da nicht allein auftauchen. Geh zusammen mit mir und meinem Date. Ich mein's nicht böse, aber der Hausmeister zählt nicht als Date. Ja, dieser Typ ist gruselig. Ja, vielleicht gehe ich nicht mit ihm. Peter, ich bin in ein Schlagloch gefahren und hatte einen Platten. Der Mann, der dann kam, hat ihr seine Karte gegeben. Sollte man beobachten. Diese Stadt ist ein Trümmerhaufen. Die Brücke über der eingestürzten Brücke ist auch eingestürzt. Du bist eine Frau mittleren Alters ohne Job. Vielleicht solltest du deswegen rumstressen. Weißt du was? Genau das mache ich. Ich werde mich im Rathaus beschweren. Diese Stadt braucht einen Bürgermeister. Sie haben Ihr Baby vergessen. Miss? Kann nicht. Hab Karten für ein bedeutungsloses Baseballspiel im April. Also, wer will mitkommen und mehr frieren, als er je in seinem Leben gefroren hat? Ich will! Super, wir werden Spaß haben wie Fliegen auf einem Hundehaufen. Tut mir leid, meine Herren, der Hundehaufen ist voll. Kommt ruhig rein, Ladies. Es hat 6 Stunden gedauert, diesen Müllhaufen zusammenzufegen, aber wenigstens kommt kein Wind und bläst ihn weg. Hey, was kann ich dafür? Das ist nicht Big Mouth. Ihr werdet ihn nicht sehen. Ich habe ein Paket für Stewie Griffin. Haben Sie die Arbeit bald hinter sich? Bin gerade in der Mitte der Schicht. Oh, Alter, brutal. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Ich glaub nicht, dass das geklappt hat. Ich bin Stewie. Ich werde schon bald dein Ehemann sein. Zlata. Wir sind voll die für immer Menschen für uns. Brian, darf ich vorstellen, meine Verlobte, die ich in der Ukraine bestellt habe. Die zukünftige Zlata Griffin. Ist das eine Leiche da drin? Ja, die schicken 2, falls eine stirbt. Sie war Schwester. Jemand hat ihr den Arm abgenagt. Babe, du musst doch keine Menschen verspeisen. Wir haben Essen. Alexa, was gibt's Neues heute Morgen?
Hier deine Morgeninfos. In Washington, D.C. hat der Kongress einen Gesetzesentwurf. Alexa, ich will nur die Promi-Geburtstage. Mario Lopez wird heute 47 Jahre alt. Niemals! Weiß sein Gesicht das auch? Gute Frage. Ernsthaft jetzt? Okay, dann bis später, Alexa. Du bist meine beste Freundin. Und du bist fabelhaft, Lois. Beste Freundinnen. Hey, Mom, meine Tage haben auf dem Sofa angefangen. Du wolltest eine Familie, du wolltest dieses Leben. Meine Schuhe sind auf dem Dach, hol sie. Peter, das ist Jen. Du bleibst sitzen, während sie und ich heimlich vor dir deine neue Frisur besprechen. Sie ist so oben ganz beeindruckend. Okay, Peter, denk nach. Du bist eine Zeichentrickfigur und kannst alles heraufbeschwören, um dich aus dieser Lage zu befreien. Bis dann, Lois und Lady, die ich versehentlich Sir genannt habe. Die Linien demonstrieren Geschwindigkeit. Ich habe kein Essen oder Ausrüstung gemalt. Aber das. Tag allerseits. Ich bin die Leiterin der Kindergruppe, Miss Laura. Und wie im Moment praktisch jeder in Amerika, bin ich total high von legalen, essbaren Cannabis-Produkten. Es ist brutal verrückt, wie ähnlich euch eure Kinder sind. Peter, bitte hör doch zu. Tut mir leid, ich hatte gerade einen scharfen Tagtraum über diese Tanktop-Mom. Ach, das ist ekelhaft. Wie fändest du's, wenn sie einen von dir hätte? Ich habe zu viel Wasser geschluckt und musste von einem Typen Mund zu Mund beatmet werden. Rektor Shepard, was ist erforderlich, um Mac aufs College zu bringen? Wenn Mac eine Chance haben soll, müssen wir uns schon etwas einfallen lassen. Wir tun alles, egal was es ist. Gut. Ihnen ist doch klar, wie das jetzt abläuft. Wir haben verstanden. Das heißt wohl, wir sehen uns im Auto, Lois. Er meinte nicht, du musst mit ihm schlafen. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht zu schwer für das Ding bin. Das ist für alle Typen ausgelegt. Das passt schon. Ah, Hilfe! Ich bin zu schwer! Ich bin zu schwer, Mr. Quagmire! Ich bin zu schwer, Glenn! Magische Kugel. Was gibt's an Thanksgiving zu essen? Nicht ganz. Interessant. Sie will sich nicht festlegen. Ein Zeichen für Intelligenz. Gehen wir, es ist Zeit für die Kirche. Mom hat gesagt, die servieren heute Schokokekse beim Kaffee danach. Lois, Kirche? Wen soll ich verehren? Jesus? Das hier ist jetzt mein Gott. Versündige dich nicht. Tut mir leid, aber ich praktiziere die Religion der magischen Kugel. Magische Kugel, hat das Fox Network eine Überlebenschance in der Streaming-Welt von heute? Nein! Nein! Kim, was ist los? Ein schwarzes Bällchen blieb unberührt. Haltet alle die Klappe! Habt ihr eigentlich das Haus aufgeräumt, bevor ihr hergekommen seid? Wenn es unordentlich ist, wirft es ein schlechtes Licht auf mich. Hallo? Ist da wer? Die Unordnung wirft ein schlechtes Licht auf Mrs. Griffin. Entschuldigt die Störung, ich wollte mich nur in euer privates Zuhause einschleichen. Niemand zu Haus. Niemand zu Haus? Rektorenparty! Ja, die ist wohl gebrochen. Machen Sie sie wieder heil. Ein großer Kampf steht an. Sie muss ihren Titel verteidigen. Ich bezweifle, dass es einen Kampf geben wird. Was soll das bedeuten? Sieh mich an. Meine Nase ist gebrochen. Vielleicht ist das ein Zeichen, meine Handschuhe an den Nagel zu hängen. Bist du übergeschnappt? Hör zu, wir verdienen mit dieser Boxerei eine Menge Kohle. Und die brauche ich für Whisky und Anime. Also irgendwie verstehe ich das alles nicht. Jeder in Japan ist entweder ein 10-jähriges Mädchen oder ein Monster. Ich habe meine Tochter verlassen! Wieso habe ich meine einzige Tochter weggegeben? Oh mein Gott! Sie kriegt sich schon wieder ein. Das soll uns nicht den Abend vermiesen. Genießen wir die Stripperinnen. Absolut. Aber ich finde, Dida nimmt ihren Job zu ernst. Ihr Jungs seid sehr umgezogen. Das bedeutet, ihr bekommt extra Hausaufgaben.
Verdammt, Bruchrechnen ist so schwierig. Was hast du bei Nummer 4 raus? Sie sagte nicht abschreiben lassen! Dad will von mir, dass ich mit Absicht das Meisterschaftsspiel verliere. Was will er? Peter, komm sofort hierher! Wow, da ist jemand geil bei Tageslicht. Hast du Chris gesagt, er soll die Bezirksmeisterschaft verlieren? Ich hol mir nur schnell einen Müllbeutel. So bin ich passend gekleidet. Ja, ich hab ihm gesagt, er soll das Spiel verlieren. Aber das ist okay, weil wir drauf wetten. Was? Du wettest auf das Baseballteam von Chris? Technisch gesehen gegen das Baseballteam von Chris. Da ist einer. Ich kann ihn nie genau fixieren. Der versucht immer wegzuschwimmen. Hallo, Augenfussel. Hallo. Hey, wo willst du hin? Ich will weg von deiner Pupille. Dann gucke ich eben nach da. Und ich gehe nach da. Du hast auf alles eine Antwort, oder? Alles klar. Internetpornos? Check. Taschentücher? Check. Babyöl? Check. Kann losgehen. Ah. Und deswegen waren sie so bösartige Killer. Oh, seine Arme sind so kurz fürs Masturbieren gewesen. Man fürchtet ihn von Europa bis zu den Chinesen. Doch zum Glück fand er eine Frau für rattenscharfen Sex. Der nicht masturbierende Tyrannosaurus Rex. Oh Gott, komm schon. Lass mich rein. Peter, wer ist da? Ist Mac tot? Es ist dieser Delfin. Ich glaube, er will hier pennen. Was Mac betrifft, keine Ahnung. Was will er bitte? Ich weiß nicht, ob das... Ich habe ein Geschenk. Halt das ans Ohr, dann hörst du die Wellen. Die ist kaputt oder so. Ich höre nur... Die Radiowellen. Oh Gott, ich habe noch viel mehr davon. Ich glaube, du und ich werden viel Spaß zusammen haben. Guten Abend, ist das der geheime Schnurrbartorden von Kohawk? Ja, richtig. Wie lautet das Passwort? Schnurrbart. Gut, kommen Sie rein. Schnurrbartfrage. Die Schnurrbartfrage wird akzeptiert. Was können wir als Bürger für ein besseres Schnurrbartbewusstsein tun? Gute Schnurrbartfrage. Wir verkaufen ein neues Produkt, mit dem man sich den Schnurrbart elegant hochbinden kann. Wir nennen es die Bartschnur. Der Slogan lautet, ein Bartschnur-Schnurrbart ist mehr als nur Schnurrbart. Das wäre alles für heute. Guten Schnurrbart. Guten Schnurrbart. Oh, wie wäre es hier mit Mac? Ein orangenes Top, auf dem steht Schlampe. Das wirkt doch ziemlich hip. Ach, ich weiß nicht, ob das so zu mir passt, Mom. Hier gibt's noch eins, da steht Pornostar drauf. Und auf dem hier steht Spermadose. Und das ist mit Glitzerfarbe geschrieben. Ist ja gut, ja, ich nehme Spermadose. So gefällst du mir. Und, kommen Sie hier gut zurecht? Ja, vielen Dank. Rufen Sie mich einfach, wenn Sie irgendwas... Wie sehen die Jeans aus? Schnell, erschieß ihn, Chris. Worauf wartest du? Woher soll ich wissen, auf wen ich schießen soll? Was? Woher weiß ich, wer der echte Dad ist? Wir haben nie getauscht. Wir sehen nicht mal gleich aus. Gut, wann ist mein Geburtstag? Oh, scheiße. 8. Februar. Dad! So, das gefällt mir viel besser. Du Idiot. Merk dir meinen Geburtstag, du Arschloch. Mir ist öde. Das ist scheiße. Was sollen wir den ganzen Tag machen? Spielen wir doch eine Runde Charade. Oh, ja, okay. Ich zuerst. Okay, es ist ein Film, okay? Ein Film. Peter, bei Charade redet man nicht. Okay, Entschuldigung, okay. Ein Film. Peter! Entschuldigung. Okay, ein Wort. Peter, du redest immer noch. Okay, gut. Fletch. Ist es Fletch? Es ist Fletch. Ich mag nicht für die Schule lernen und keine Chili-Würze. Ich mag mir nicht die Haare entfernen und keine Treppenstürze. Doch ich mag Fürze. Ja, ich mag Fürze. Lange, kurze, nasse, trockene Fürze. Ich mag Fürze. Traust du dich? Da trau ich mich. Dann lass mal hören. Wie fange ich an? Ja, Peter, ich zeig dir, wie man mit Fürzen loslegt. Was guckst du da, Peter? Die Passion Christi. Ich glaub's nicht, dass der Typ da einfach rumliegt und das mit sich machen lässt. Ich an seiner Stelle hätte da was unternommen. Hey. Schluss damit. Okay. Na schön. Ich muss sagen, ich glaube, dass Natalia es geschafft hat, unsere Beziehung wieder zu beleben. Ja, wir hatten sogar Arthouse-Filmsex. Darf ich's dir besorgen zu einem Lied, das du kennst, aber das auf Deutsch gesungen wird? Ich Wolken und Sonnenschein. Vom
emotion. They drunk at the problems. The U.S. on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Proof of emotion. They drunk at the problems. The U.S. on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Proof of emotion. They drunk at the problems. The U.S. on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Proof of emotion. They drunk at the problems. The U.S. on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Es ist ja Logo, dass ich der bin, der die Leiche identifizieren muss. Das ist er. Armer Kerl. Er sieht aus wie ein Teller Tomatensuppe. Der Typ nebendran starb bei einem Brand. Der sieht aus wie ein Käsetoast. Oh, diese beiden armen Seelen sind die perfekte Kombination für einen verregneten Samstagnachmittag. Gucken wir noch eine Folge. Nein, warte. Bevor wir die Serie weitergucken, sollten wir uns wie jeder bewusste Fernsehzuschauer die Frage stellen, ob in ihr auch genug Diversität vorhanden ist. Ich fühlte mich gut repräsentiert. Oh, das freut mich, Schatz. Hey, danke, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ein Vogelhaus. Ich hoffe nur, dass sich die neuen Bewohner nicht an den persischen Nachbarn stören. Hey, piep, piep. Check mal meinen super teuren Brunnen ab. Dad, sieh nur. Du hast ein tolles Vogelhaus gebaut. Ich bin stolz auf dich, Sohn. Danke, Dad. Nein! Was ist da passiert? Was war das für ein Ding? Ich weiß nicht, irgendein Supervogel oder ein ganz normaler Vogel, der im Fitnessstudio... Missbrauch hat negative Auswirkungen auf die Zeugungsfähigkeit, beeinträchtigt das Kurzzeitgedächtnis und kann Schäden im Gehirn- und Zentralnervensystem hervorrufen, sowie die Motorik beeinträchtigen. Oder um es einfacher zu formulieren, das Zeug heißt nicht aus Zufall Dope. Ich versuche hier Biene Maya zu sehen. Also wenn ihr beide meinen Rat hören wollt... Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine freche Biene Maya. Maya, Maya, Maya. Hier, bitte, Jungs, einen Schluck heißer Kaffee. Wo waren wir gestern Nacht überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Tasse Kaffee, Joe? Ja, danke. Ich weiß, dass wir von irgendwas total begeistert waren. Genau, genau. Wir hatten die Idee für ein Millionengeschäft. Weiß jemand noch, was es war? Noch Kaffee, Joe? Ich nehm gern noch eine Tasse. Hat das denn keiner aufgeschrieben? Wartet, vielleicht habe ich es in meiner Tasche. Peter, du rubbelst nur mit deiner Tasche über deinen Pimmel. Ich hab mir bloß einen Pickel an meinem Bein ausgedrückt, du Klugscheißer. Verdammt! Ich habe satt, dass wir immer unsere tollen Ideen vergessen, wenn wir saufen. Also im Job tragen wir Bodycams. Das könnten wir auch tun, während wir saufen. Das ist eine tolle Idee, Joe. Danke. Jetzt bau die drei Reklametafeln ab, die du über mich aufgestellt hast. Der Tag hat so gut angefangen. Ich wurde beglückt von Kuchen und Ponylatten. Und jetzt bleibt mir nur noch diese dumme Pfeife. Funktioniert nicht mal. Ah, lass den Scheiß! Oh, eine Hundepfeife. Ah, ah!
Ich habe mich immer gefragt, wie sich das für dich anhört. Hundepfeife, Hundepfeife, wo bist du, Hund? Gib dir her. Hey. Willst du sie wieder? Hol sie dir. Gib sie zurück. Gib sie mir. Nein, gehört jetzt mir. Und ich werde sie wohin legen, wo du nie rankommst. Nein. Viel Glück, du Pups. Die Frechheit von diesem Hund ist unfassbar. Der will mir was über Größe erzählen? So winzig bin ich gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Stewie, komm runter, komm runter. Was ist passiert? Wir waren im Zoo und da war ein Affe. Zuerst haben wir gedacht, wir sehen ihn nicht, weil er sich in seinem Haus versteckt hat. Aber dann ist er rausgekommen und wir haben ihn gesehen. Wir haben den Affen gesehen. Der war riesig. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Es war lustig, ich hab's kapiert. Warte, bist du sauer, weil ich da ohne dich war? Nein, ich wäre nur deinetwegen gegangen. Und vielleicht, um die Tiere zu verspotten, die da nicht raus können. Das heißt alle. Loser. Du musst mit uns Mittagessen gehen. Aber zuerst brauchen wir unser Schläfchen. Lois, lass die Wunden sich ruhig entzünden. Dann kann er ein bisschen üben, ein harter Kerl zu werden. Mein kleiner Junge wurde von einem Mädchen verprügelt. Das Merkwürdige war, dass sie geheult hat. Aber als sie über mir stand, sah es für die Zuschauer so aus, als würde ich weinen. Was merkwürdig war. Warum bist du so sauer? Was kann das schon für Konsequenzen haben? Den 5. Weltkrieg. Das Thema hatten wir schon. Davor muss es einen 3. und 4. Weltkrieg geben. Nein, das ist ja das Fabelhafte am 5. Weltkrieg. Der haut so rein, dass er die beiden anderen überspringt. Peter, so funktioniert... Ich habe gesprochen! Peter, bist du das? Kenn ich sie? Ich bin's, Lyle. Ich stand hinter dem Aquarium. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Aber ich wusste, wovon er sprach. Die nächsten 2,5 Jahre durchstreifte ich unzählige Aquarien. Doch Lyle fand ich nie. Und ich hab's nicht ganz über den Tisch geschafft. Also, das ist meine Bude. Ich wohne im Moment bei meinen Eltern, was nicht wirklich ideal ist, aber sie haben immer Joghurt im Kühlschrank. Und das ist klasse. Also dann gute Nacht, Stewie. Es war wirklich ein schöner Tag mit dir. Warte, das war's? Du gehst weg? Ich dachte... Oh, mein kleines Spätzchen. Bist du traurig? Okay, ist gut. Ich sag dir was. Du darfst heute Nacht bei Mami im großen Bett schlafen, okay? Im großen Bett? Tja, Rupert, warte nicht auf mich, denn ich werde... Morgen. Sorry, wenn ich ein bisschen komisch laufe. Verrückte Nacht. Hey, also erzähl's keinem, aber... Ich hab gestern Nacht mit Lois geschlafen. Wem erzählst du's? Chris? Chris, darfst du's erzählen. Was glaubst du, was du tust? Es ist nicht, was du glaubst. Ich bin quer auf der anderen Seite des Bettes aufgewacht. Eingeschlafen bin ich woanders. Aber heute Nacht ist die Nacht, in der es passiert. Was denn? Es. Was ist es? Mit großem E und großem S. Ist trotzdem nichts. Unser guter Freund Stewie ist essbar geworden. Was? Meine Essstörungen sind seit gestern Nacht vollständig überwunden. Okay, der war nicht so schlecht. E steht für enormer und S für super spitzen Schwengel. Okay, ich bin raus. Ich trinke meinen Kaffee im Wintergarten. Chris hat dort mit einem Fuß gefacetimed. Damit ist mein Tag rum. Ich gehe schlafen. Hunde können das einfach so. Weiß jemand, wie man Fußgeruchsspray nach Rumänien verschickt? Gut, Peter, die nächste ist Jamie. Was ist das Wichtigste in Ihrem Leben? Das ist einfach. Ihre Tochter macht Wettkampfturmspringen. Die ganze Familie träumt davon, dass sie einen Platz im Olympiateam bekommt. Okay, besorg ein Stahlrohr und dann bricht dem Kind die Kniescheiben. Nein, 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 Lois, so werden wir das nicht machen. So werden wir das machen. Bist
du vom OAQ? Was soll der Mist? Ich bin's, Brian. Das Ordnungsamt Cohort will mich von hier vertreiben. Was ist das hier? Ich brenne hier meinen Schnaps, ohne dass die Regierung sich einmischt. Da, nimm einen Schluck. Was ist da drin? Keine Ahnung. Wäre ganz gut, wenn die Regierung sich einmischen würde. Ah, ist gar nicht so schlecht. Das sind die Bullen. Hau ab! Keine Sorge, zu Fuß komme ich nicht weit. Und dann habe ich einen Tintenfischkutter gekauft. Lieutenant Dan hat mit mir zusammengearbeitet. Und wisst ihr, wer total hilfreich auf dem Boot ist, das dauernd im Wasser schwankt? Ein Typ im Rollstuhl. Hey, Forrest, hier ist unser Mittagessen. Und nachdem ich reich geworden war, kam Jenny zurück und hat einmal mit mir geschlafen. Wow, das war klasse. Tut mir leid, dass ich währenddessen Präsidenten aufgezählt habe. Heiraten wir jetzt oder was? Du willst mich nicht heiraten, Forrest. Ja, du hast recht. Okay, dann eine gute Nacht. Und dann, erschreckend spät im Film, begann ich wieder zu laufen. So quer durchs ganze Land. Mehrfach. Die ganze Sequenz dauert 8 Minuten. Ich meine, manchmal fühlt sich der Film an, als wäre er von einem 7-Jährigen geschrieben worden, der zu viel Süßkram erwischt hat. Aber ich habe nachgeguckt, das war ein normaler Typ. Jedenfalls hatten wir endlich den Zeitpunkt in der Geschichte unserer Nation erreicht, wo ich das hören konnte. Forrest! Ich habe Pralinen dabei, die von Fremden angefasst wurden. Forrest, ich bin krank. Krank? Was hast du? Oh, darüber habe ich mal einen Film gedreht. Der heißt Splash. Nein, Forrest. Oh, das kriegt man nur als Nicht-Meer-Jungfrau. Aber über deine Sache habe ich auch mal einen Film gedreht. Das ist noch nicht alles. Ich will dir meinen Sohn vorstellen. 6 Stunden in der Maske für einen Satz. Du bist sein Vater. Vater? Ist er wie ich? Oh, du bist gestorben. Hallo. Wir sind die 3 weisen Männer. Wir sind einem Stern hierher gefolgt. Diese beiden Aussagen widersprechen sich. Außerdem bringen wir Gaben. Ich habe Weihrauch dabei. Und ich Myrrhe. Und ich eine Milchpumpe, was in diesen Zeiten einfach ein Kerl ist. Wann soll ich anfangen? Oh, er kommt raus. Oh, es tut so weh. Ich hasse es, Weihnachten zu arbeiten. Oh, gleich haben wir's. Und VCHR wird zu NCHR. Wie geht's euch allen so? Oh, er ist ein Wunder. Wenn du Jungfrau bist, wieso bin ich da wie eine geschmierte Kanonenkugel rausgeflogen? Seid gegrüßt. Ich will den neugeborenen König begrüßen, hab aber leider kein Geschenk dabei. Und was hast du da in der Hand? Meine Trommel? Dann hast du ihm eine Trommel mitgebracht. Recht gutes Geschenk. Das ist alles, was ich habe. Deswegen nennt man mich der kleine Trommler. Das Kind will die Trommel. Ja, Trommeln. Keiner fasst meine Frisur an, ich lasse sie gerade rauswachsen. Außerdem gehe ich auf Diät und fange an zu trainieren, damit ich fit und schlank bin für ihr wisst schon, für was. Was zum Henker? Gebt uns das Christuskind her mit ihm! Oh oh. Meine Mom ist vielleicht eine Jungfrau, aber ich bin die Mutter eurer Albträume. Schnappt ihn euch! Ich habe was im Palast vergessen! Oh, wo zum Teufel ist Brian? Keine Ahnung, aber ich sollte ihn lieber auftreiben. Wir können hier nicht die ganze Nacht lang Infomercials gucken. Hallo, warum bin ich reich und Sie nicht? Warum verkaufen Sie keine Immobilien wie ich? Warum schlafe ich mit Ihrer Frau, während Sie arbeiten und pisse in Ihr Klo und spüle dann nicht? Und manchmal pisse ich in Ihren Spülkasten und dann spülen Sie und es kommt Pisse raus. Wissen Sie warum? Weil ich schlau bin. Ich bin schlau und Sie sind blöd. Rufen Sie jetzt an. Peter, bist du das da gerade im Fernsehen? Oh ja, das ist mein Impfgegner Infospot. Hi, ich bin so ein Medizintyp. Über Impfungen erfahren Sie jetzt Fakten. Und zwar die nackten. Fakt! Impfungen verursachen Autismus, Lähmungen und sogar Tod, 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 Tod. Fakt! Eine Impfnadel ist ein Phallus-Symbol. Wollen Sie wirklich, dass das jemand in Ihr Kind reinpiekst? Fakt! Ich glaube immer noch, dass Michelle Williams Carrie Mulligan ist. Fakt!
Hey, Leute. Wow, Joe, du hast deinen Job wieder? Allerdings. Wie hast du das geschafft? Ach, wisst ihr, Cops werden immer gebraucht. Es gibt nicht so viele Leute, die für $24,000 im Jahr angeschossen werden wollen. Und was ist mit Bonnie? Wie willst du sie wieder kriegen? Dafür habe ich auch einen Plan. Ich habe Jungs angeheuert, die sie am Dienstag zu Hause überfallen werden. Dann komme ich und rette sie. Und sie wird so dankbar sein, dass sie mich zurücknimmt. Joe, heute ist Dienstag. Leck mich. Sagen Sie es mir einfach. Bin ich jetzt vollständig gelähmt? Ich fürchte mich vor Geistern. Und ja, Mr. Swanson hat alle Bewegungsfähigkeit eingebüßt und braucht Pflege rund um die Uhr, die meist recht eklig wird. Oh mein Gott, Bonnie, es tut mir so leid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ja, das kannst du. Nimmst du meine Post für immer in Empfang? Ich verlasse Joe und ziehe nach Europa. Das hier steht nicht in meinem Vertrag. Bonnie, warte. Gott, ist das furchtbar. Was soll ich nur tun? Tja, sieht aus, als hätten sie die Lage im Griff. Jedermann will Fingernägel und jedermann will Cash. Drum schicken Sie uns Ihre Fingernägel und wir schicken Ihnen Cash. Fingernägel für Cash.com, wir zahlen garantiert. Drum fragen Sie sich nicht, was mit den Fingernägeln passiert. Denn vielleicht bauen wir eine Burg mit Ihnen. Fingernägel für Cash.com. Sie bekommen Geld und wir die Chance, eine Burg aus Ihren Fingernägeln zu bauen. Peter, wo bist du gewesen? Du bist vor 6 Stunden losgegangen. Hast du die Bohnen gekauft? Lois, ich habe was viel Besseres. Du wolltest doch immer einen Verlobungsring, der mit echten Diamanten besetzt ist. Oh mein Gott! Ganz genau, ich habe ein Pferd gekauft. Du hast ein Pferd gekauft? Wieso zum Teufel? So viel Geld habe ich dir gar nicht gegeben. Das dachte ich auch, Lois. Verkauft an den Gentleman aus Cohock, Rhode Island. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Was bringt Sie zu uns nach Louisville? Ich habe keine Ahnung. Hey, Mac, was läuft so, hä? Was läuft so? Hast du Spaß? Tja, ich hab tierisch Spaß. Hey, was läuft so? Du bist jetzt 17, oder? Ist nur so eine Idee. Ich hab mir gedacht, da, weißt du, wenn du mal, rumvögeln willst oder so. Hey, Joe! Du kannst dir ja die Nummer mal durch den Kopf gehen lassen.